Wenn dein Playback in DaVinci Resolve nur noch laggt und ruckelt und du einfach keine gute Playback-Performance bekommst, dann liegt es zu 95% an dem Codec, den du nutzt. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Playback-Performance um 200% verbesserst. Bevor du irgendwelche Optimierungen machst, check auf dem Zahnrad, ob deine Playback-Framerate in DaVinci für den Cursor gleich deiner Timeline-Framerate ist, weil ansonsten hast du immer choppy Playback. Und dann geht's ans Optimieren. Drei Punkte, an denen wir ansetzen können. Nummer 1, der Codec, mit dem du schneidest, bestimmt 95% deiner Playback-Performance. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann man die Playback-Performance in DaVinci Resolve verbessern? Und wenn ich frage, hey, was nutzt du denn für Material, dann reagieren die meisten mit H264. Worauf ich hingegen reagiere mit Die meisten Leute schmeißen H264-Footage in ihre Timeline, als wären es Bananen in einem Mixer und wundern sich dann, warum ihr Mixer dann die Steine nicht malt, die man ihnen gegeben hat und warum dann kein Smoothie rauskommt. Und ich würde am liebsten jeden, der sich über Playback bei H264-Footage beschwert, links und rechts Backpfeifen geben, aber die meisten wissen es einfach nicht besser und deswegen hier eine Erklärung, warum H264 oder noch schlimmer HEVC ein schlechter Editing-Codec ist. H264 und H265 sind IBB-komprimierte Videoformate. Du kannst dir ja deine Timeline als eine Bildsequenz vorstellen, die abgespielt wird über eine gewisse Zeit. Und es gibt Codecs, die quasi für jedes einzelne Bild auch wirklich ein Bild aufzeichnen. IBB-Kompression macht das nicht. IBB-Kompression lässt ganz viele dieser Frames, die wirkliche Bildinformationen enthalten, weg, nimmt stattdessen ein Bild am Anfang auf und dazwischen Pixelinstruktionen. Und diese Pixelinstruktionen referenzieren diesen einen Frame, der am Anfang kommt. Und warum ist das ineffizient? Na, immer wenn dein Playhead über ein Frame ist, der kein iFrame ist, also eine wirkliche Bildinformation enthält, muss er den ganzen Weg zum eigentlichen iFrame zurückgehen und die Pixelinstruktion wieder berechnen, damit er diesen Frame anzeigen kann. Und noch schlimmer wird es beim Color Grading, weil dann muss er diese einzelnen Pixelinstruktionen nicht nur berechnen, sondern auch Berechnungen der Pixel durchführen, wenn du was veränderst an der Farbe. Und deswegen ist IBB-komprimiertes Footage der Tod für Color Grading und für Playback in DaVinci. Und manche sagen jetzt vielleicht, aber mein Media Player kann das doch locker wiedergeben, wenn ich darin rumscrubbe. Bro, dein Media Player hält nur an den iFrames. DaVinci muss jeden Frame einzeln zeigen können. Das ist ein ganz anderes Ding. Aber wie lösen wir jetzt eigentlich dieses Playback-Performance-Problem in DaVinci? Die Antwort ist einfach, transkodieren. Beim Transkodieren machen wir folgendes. Wir wandeln diese Bildinstruktionen, also diese B- und P-Frames, in wirkliche iFrames um, damit DaVinci das alles super schnell lesen kann. Diese Codecs brauchen natürlich mehr Speicherplatz, aber laufen wie Butter in deinem System. Zum Transkodieren kann ich dir zwei Tools empfehlen. Einmal DaVincis eigenes Transkodierungstool, in dem du oben auf File, Media Management gehst und dort da deine Transkodierung durchführst. Und Nummer zwei, Shutter Encoder, was eine externe Free Software ist, wo du einfach alles reinschmeißt und dann transkodiert er dir das im Hintergrund und am Ende des Tages kannst du in DaVinci Resolve einfach sagen, File, Replace und dann einfach deine H264 Footage ersetzen mit dem DNX oder ProRes Codec. Und jetzt noch ein weiterer Tipp, der ähnlich wie das Transkodieren ist, nämlich das Erstellen von Proxys. Proxys sind Ersatzmedien, mit denen man schneidet, aber zum Ende, zum Rendervorgang wieder auf das Originalmaterial zurückgeht. Und Proxys sind meistens kleiner als das Originalmedium und zusätzlich transkodiert in einen All-I-Codec, der gut von deinem Rechner zu lesen ist. Aber jetzt hier ein Tipp von meiner Seite. Probier einmal wirklich aus, ob das Transkodieren dir nicht hilft im Vergleich zu Proxys, weil man eben mit Proxys eben immer mit geringerer Auflösung arbeitet und deswegen nicht das finale Ergebnis so gut einschätzen kann. Ein zweiter Tipp für mehr Playback-Performance ist, deine Timeline-Resolution erstmal auf die Hälfte zu stellen von dem, was du eigentlich haben willst. Das kannst du machen, indem du einfach zum Beispiel, wenn du in 4K deliveren willst, eine Full HD Timeline anlegst und die einfach kurz vorm Render erstmal mit Rechtsklick über die Timeline Settings auf 4K aufrüstest. Und keine Sorge, alles was du darin gemacht hast, wird automatisch mit vergrößert. Wenn du das nicht machen willst, kannst du stattdessen auch den Timeline Proxy Mode nutzen, indem du oben über Playback Timeline Proxy Mode deine Resolution runterstufst.
Okay, kommen wir jetzt zum Schritt Nummer 3 und das ist Fusion-Komposition und Render-Cache. Wenn du eine Timeline hast mit vielen Effekten, dann würde ich dir empfehlen, entweder unter Playback den Render-Cache zu aktivieren, damit du auch wirklich einen Cache hast, der angelegt wird. Und dann siehst du meistens so eine kleine rote Linie oder eine blaue Linie über deinem Clip, der zeigt, wo das Ganze schon gecached ist. Und wenn du super heavy Effekte hast, dann würde ich dir empfehlen, teilweise diese Effekte auch schon mal vorzurendern, indem du einfach mit Alt und Ziehen dir den Clip duplizierst und dann per Rechtsklick Render in Place anklickst und das Ganze in DNxHR vorrenderst, weil dann hast du auch wieder einen Clip, der einfach normal gespielt wird und der keine Render-Ressourcen aus Fusion benötigt. Oh, apropos Fusion, wenn du deine Playback-Performance in Fusion verbessern willst, dann schau dir dieses Video an. Ich wünsche dir viel Spaß, Kameramagier, bis zum nächsten Mal, ciao!